Yeah, for sure. After the first day, we are pretty happy. Yesterday, we managed to get two first places in race 2 and 3, and the other races also with some top 10 scores. We are pretty happy about it, and we are confident about the speed and the slight breeze. So, yeah, let's see what this day second brings. Yeah, it looks pretty light actually, but the sun is out, so maybe we get some good sea breeze later the day. Actually, we're quite early in the morning starting, so I think it's going to be light again, but maybe last race could be a bit windier. Yeah, this part is one of the three regattas which is responsible for the scores for the Olympic trials, and it's also important for us for the qualification for the national team, and yeah, well, it's the Europeans. We're just looking for a good result. We're just take race by race and try to get the really good result in the end, and yeah, medal race would be really good, but yeah, just take race by race. Yeah, also für uns ist es auf jeden Fall eine wichtige Regatta. Also zuallererst mal ist es die Europameisterschaft, das macht die Regatta selber schon mal ziemlich wichtig, und dazu kommt, dass die Europameisterschaft für uns eine von drei Olympia-Qualifikationen ist, und deshalb natürlich auch wichtig. Und dazu kommt hinzu auch nochmal, dass es auch wichtig ist für unsere Kader- und Nationalmannschaftsquali, und ja, das macht die Regatta zu einer wichtigen für uns auf jeden Fall. Ja, wir haben, ich denke, einen super Schritt dieses Jahr gemacht. Wir haben in Palma eine Top-10-Platzierung gefahren, in Hier eine Top-10-Platzierung gefahren und Kieler Woche gewonnen jetzt und sind heute gut gestartet. Von daher haben wir einen sehr großen Schritt gemacht, und ja, wir gucken einfach mal ein Stück für Stück weiter, und dann läuft's.